Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen erläutern, wie Sie eine Keyword-Recherche angehen können. Die Keyword-Recherche ist im Rahmen der Keyword-Analyse der wichtigste Schritt. Sie brauchen erstmal eine ganze Menge Keywords, damit Sie überhaupt anfangen können, diese zu strukturieren, was dann im nachfolgenden Prozess die Keyword-Analyse ist. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten. Gut ist immer zunächst ein unternehmensinternes Brainstorming. Das heißt, wenn Sie in einem Workshop beispielsweise viele Protagonisten aus dem Unternehmen einbinden und versuchen eben verschiedene Perspektiven bestimmte Suchbegriffe zu umschreiben. Gut ist hier auch, wenn Sie Mitarbeiter einbinden, die entsprechend nah am Kunden sind, also aus dem Callcenter, aus der Rezeption, wo auch immer das ist. Also immer, wenn Kundenkontakt da ist, dann kennen diese Mitarbeiter auch die Sprache der Kunden. Sie können sogar in solche Workshops ihre Kunden mit einbeziehen. Das zweite ist, dass Sie versuchen können, eine Wettbewerbsanalyse zu machen. Das heißt, Sie gucken sich an, welche sind Ihre Mitbewerber und versuchen dann eben über Recherche auf den Internetseiten und über Recherche auch eventuell über bestimmte Suchbegriffe, die Sie eingeben und gucken, welche Mitanbieter bieten dort, dass Sie eben so versuchen, zu bestimmten Keywords zu kommen, die die Konkurrenz nutzt und dann eben auch zu sehen, sind das denn auch die Keywords, die wir auch besetzen wollen. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Sie können auch eine Online-Kundenbefragung machen. Bedeutet, Sie können auf der Website eine Umfrage starten und die Kunden bitten, bestimmte Suchbegriffe einzugeben als freiwillige Angabe auf der Website. Was auch möglich ist, ist natürlich die Einbeziehung von Google Analytics. Das heißt, wenn Sie schon Google Analytics auf Ihrer Website benutzen, dann schauen Sie doch einmal, welche Suchbegriffe haben die Nutzer genutzt, um eben auf ihre Website zu kommen. Man muss hier beachten, dass natürlich dabei eine gewisse Verzerrung auch da ist, weil sie natürlich über die Inhalte, die sie auf ihrer Website definiert haben, auch bestimmte Keywords vorher schon feststehen, über die die Kunden kommen, weil Google ja dann so den Suchalgorithmus bestimmt über das, was sie auch als Inhalte auf ihrer Website selbst haben. Was Sie auch machen können, ist, wenn Sie eine interne Suchfunktion haben, dass Sie diese auswerten. Also wenn das mit getrackt wurde, dann können Sie dieses Webprotokoll der Suche analysieren und sehen darüber eben, was haben meine Kunden denn eigentlich gesucht, während sie auf der Website unterwegs waren. Und auch das gibt Ihnen dann einen Indiz dafür, was relevante Keywords sein können. Als letzte Möglichkeit bietet sich der Keyword Planner oder eben andere Tools an, auf die wir noch im Einzelnen eingehen werden, die Ihnen eben die Möglichkeit bieten, Synonyme und Variationen von Begriffen automatisiert auszugeben. So haben Sie also eine sehr breite Palette an Möglichkeiten, um eben Keywords zu generieren. Und das ist wichtig, dass Sie diesen Prozess nicht vernachlässigen, sondern dem tatsächlich auch Zeit widmen, damit Sie mit einer breiten Basis an Keywords in die Keyword-Analyse starten können.